Das ist ein schicker BMW, auch noch in Weiß. Das sieht schick aus. Ich muss mir unbedingt so ein M3 E46 holen und den dann Most Wanted-mäßig anmalen. Keine Folie aus dem Internet herunterladen, selbst anmalen macht am meisten Spaß. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Das ist ein Bullen, ey. Ich wollte schon sagen, gibt's doch keine frei herumstehenden Bullen wie noch im Vorgänger. Neue Tuning-Angebote, soll ich mal vorbeischauen? Die Subaru muss ja auch besser werden mit der Zeit. Ich versuche nur wenig einzukaufen. Oh. Ja, bringt auch Bremskraft, aber mir geht es eher um den Kram da oben. Ich habe gerade mal 20.000 für die Köderkiste bekommen, jetzt gebe ich gleich mehr aus. Turbo und Block Rosa. 40 PS, aber kostet Nitro. Oh! Ich hole mir drei Sachen. Ah, widerstehen ist schwierig. Die beiden rosa Sachen noch. Kostet Nitro, Wagenstufe 317. Und 324. Mann, so viel ausgegeben. Ich muss mehr Geld verdienen. Aktuelle Wagenstärke 324. Wagenstufe. Und schön viele PS. 828. 309 Spitze. Beschleunigung knapp über 2 Sekunden. Auch schneller als der S2000. Der hat aber auch noch mehr Bums unter der Haube, also fahrzeugstufenmäßig. Der 10er muss ja eigentlich noch weg. Haben wir hier einen guten Auspuff? Kostet aber viel. Also vier andere Werte. Nö. Da muss es einen besseren geben. Und rollen will ich jetzt nicht. Was war da hinten? Moment. Ah, Fluchtpunkt. Ich wollte eigentlich einen X7 holen, ne? Jetzt bin ich ganz woanders. Aber hier ist auch eine Garage. Sieht einfach aus. Ja. Und dann ein Stück nach links. Oh, wie die Sonne steht. Cool. Bin ja mal gespannt, wie Need for Speed Heat wird. Ich hoffe, das baut sehr auf Payback auf. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Jetzt wird erstmal Payback gespielt. Der ist nur Stufe 211. Ja, sind wir schon lange nicht mehr gefahren, eben bloß einmal. Der Nissan war mal massiv überlegen, jetzt ist er schon unterlegen. Gegen die anderen Autos, die wir... Ah, der X7 ist ja komplett weg. Gegenüber denen, die wir sonst so fahren, ist der Skyline ganz schön hinten dran. So, du kommst weg, wir verkaufen dich nicht, aber du kommst ins Lager. Dann wird zwei Autos drin. Oh, den Honda, stimmt, den haben wir da auch. Was? Wo ist X7? Ich kann hier nichts auswählen. Hä? Ich hab den doch nicht verkauft. Das ist aber seltsam. Ich pack den Skyline mal weg. Da steht auch mit Lagerbestand tauschen eine 2. Ach, Racer. Kann ich nicht alle anzeigen? Mann, ich hab schon Schreck bekommen. Aber da stand in der 2, aber diese Unterkategorie finde ich dann Quatsch. Dass man die auch mit drin hat, finde ich gut, aber man kann doch die Erstübersicht aller Autos haben. Naja, kann man ja dann im nächsten Need for Speed anders machen. Habe ich jetzt auch den ausgewählt? Nee. Können wir auch mal wieder tunen. Sieht ja schon mickrig aus. Der Rav. So, jetzt will ich ganz viele Driftzonen finden. Jetzt sind bestimmt keine mehr. Könnten wir mal hinfahren? Wir könnten ja mal ein Drift-Event nochmal machen. Drift-Events sollten mir gut liegen. Hoffe ich.
Hinten gab es ja viele Drifterei-Geschichten. Dann können wir hinten nochmal was machen. Nix sammeln, sondern Events. Hinten gibt's keinen Driftkram. Ist ja alles Racer, das Rote. Drift war aber orange, sag ich schon, grün. Das Pfeilsymbol. Bringt auch nur 14.000. Ne, 9.000. 8.000. 11, 17. Der Drift King. Könnte schwierig werden. Ich mache jetzt erstmal das. 132er Nissan Fairlady ist da Autolog mäßig verzeichnet. Gut. Dann düsen wir da jetzt hoch. Gucken, wie viel Nebenkram wir nebenbei schaffen. Ja, das Driften macht Spaß. 100% Arcade, aber verdammt unterhaltsam. Was haben wir hier? Eine Driftzone. Stimmt. Kenne ich. Wieder. Brauche eh nicht so viel Geschwindigkeit. Und Multiplikatoren. Ha, wer braucht die schon? Aua. Na, ich glaube, der Versuch wird nicht so das Wahre. Weil die Strecke gar nicht mal so schlecht ist. Mist. Multiplikator weg. Eine Drehung und weiter geht's. Abgebrochen. Ob ich die jetzt nochmal wiederfinde? Könnte den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Driftzone. Hä? Nach links? Okay. Ja, die kommt halt erst spät rein. Die Route. Aber gut. Diese Kacklimo da. Ah gut, da will ich eh nicht hin. Da sollte ich nicht hin. Ja, Driftwaffe in Popo. Will mich wieder jemand zum Geld ausgeben anstiften. Das sah zwar cool aus, war aber nicht effektiv. Nein, das schaffe ich nicht mit den 28.000. Na, Rekord. Ja, schön und gut, aber das war schlecht. Was ist denn jetzt hier für ein Verkehr? Nicht schlimm, weil ich noch keinen Multiplikator habe, aber das hindert. Mist. Wieder falsch? Nee, stimmt, hier war das Ziel. Wow, mit dem einfach mal fast die 28.000 hingelegt. Krasser Scheiß. 2 Sterne, was brauche ich denn für 3? Ja, hatte ich gerade 48.000? Oh Mann. Was hat der für eine Werbung auf dem Dach? Coca-Cola? Ja, cool. Ich bin zwar kein Fan von Werbung, aber das bezieht sich eher auf bewegte Bilder.
Boah, das Auto hätte beinahe blöd gestanden. Ich habe auch schon mal die Blickatoren. Hm. Wollte schon sagen, ich habe da verpasst. Das wird nix. Darf ich hier im Kreisel fahren? Nee. Ich glaube, die andere Richtung gefällt mir besser. Wobei der Anfang gar nicht mal so schlecht war. Wieder rumsteht. Mann. Könnt ihr nicht alle mal zur Arbeit fahren? Ihr nervt. Wir arbeiten doch auch, also geht auch arbeiten. Los. Das war nicht gut. Jetzt habe ich den hier blöd hingestellt, oder? Aber ich brauche nicht so viel Anlauf. Wagen beschleunigt ja verdammt gut. Boah, ist hier wieder einer so beschissen. Parkt ihr da zu Hause oder wie? Du Kacktaxi, Mann. Haben wir die Picatos geblieben? Schon wieder. Das Bremsen war zu viel Geschwindigkeit. Ich soll vielleicht wirklich mal die Modifikatoren mitnehmen. Mann, 2000 nochmal drunter. Ich probiere es nochmal in die Richtung, aber gefühlt wird das nichts. Ich könnte wirklich mal die Multiplikatoren mitnehmen. Jetzt fällt er da rein. Ah, angeeckert, Mist. Blödmann, geh weg. Nein. Gut, jetzt müsste ich noch 14.000 finden. Wird wohl schwierig. So, starten wir das Ding nochmal. Das muss ich jetzt schaffen, das sind bloß 4000. Wieder viel zu viel Anlauf. Danke fürs Bremsen. Kack mich an, wie die hier parken. Ich mal Strafzettel verteilen. Nein. Der Drift war zu kurz. Ich muss da viel fließendere Übergänge hinbekommen. Und Multiplikatoren mitnehmen könnte auch nicht schaden. So, jetzt hole ich mal weniger Anlauf. Blöd Parker, Moment. Ich hoffe, da wird jetzt kein neuer spawnen. Stehst echt beschissen. Mach dich weg. Hey, das Spiel parkt da jemand anderen noch hin. Parkt der gerade oder ist der eine Ampel? Ah, steht der hier blöd. Scheiße, der fährt nicht mal weg, weil Fahrerflucht und so. Oh, komm, macht sauber. Jetzt habe ich den einen weggeräumt, jetzt kann ich den doch nicht so stehen lassen. Oh nö. Für der BMW sich jetzt angeschoben? Nicht gut. Eine kaputte Stoßstange. Womöglich die und spawnt eh gleich was Neues. Nee, doch nicht. Ah, Kacke. Kriege ich die Kurve nicht gut. Bremsen. Oh nein, die Handbremse blöd gezogen. Hier mache ich doch immer am meisten Punkte. Oder sollte ich am meisten Punkte gut machen? Ich fahre nochmal zurück. Ja, mittlerweile kenne ich die Strecke. Ist auch nicht so kompliziert. Aber mittlerweile habe ich die raus.
Die Nachbarn werden sich auch denken, was ist hier los? Wobei Nachbarn, die sieht eher aus wie ein Industriegelände. Was macht der Irre da? Fährt ja alle paar Nasen lang hier lang. Ein Fahnder, aber der ist viel zu weit gefahren. Ach Mann! Gehört auch zur Herausforderung dazu. Jetzt gibt es schon gleich neue Tuning-Teile. Dass die so kacke stehen, aber gefällt mir gerade gar nicht. Der Fahnder ist da etwas zu weit gefahren. Jetzt hier die Parkstreifen, Bahnen frei. Hätte ich jetzt besser machen können. 12.000 Multiplikator weg, nein. Wenig Geschwindigkeit. Bums. Gleich nochmal. Das klingt etwas gequält. Der hat jetzt auch Schiss beim Vorbeidriften von uns. Ganz bestimmt. Ich fahre ja wirklich bloß bis zur Startlinie. Mehr Anlauf brauche ich da nicht. Der Wagen kriegt genug Geschwindigkeit. Drauf. Nein, geh weg da. Oh, jetzt steht er hier im Weg. Nein, geht noch. Was macht er denn? Ach so, Kreiselfahren. Wieder kein Multiplikator mitgenommen. Geh doch weg. Geh doch. Och Mann, du. Bescheuerter Typ. Dann werden meine Reifen wütend. Qualm nehme ich schon vor Wut. Oh Gott, ein dicker Laster. Ja, das waren ordentlich viele Punkte. Ah, jetzt war ich hier zu lasch. Das war gut, aber Multiplikator weg ist. Nein! Nein! Ah, hätte ich den Multiplikator behalten und hätte ich da die letzte Drifterei noch ordentlich rumgezogen, dann wäre das wohl was geworden. Kacke. Meine Tuning-Teile. Upsa. Jetzt müsste ich es in die Richtung schaffen. Das wär's. Verpasst. Nee? Was? Geschafft! Ich fass es nicht. Ich probiere es die ganze Zeit in die eine Richtung, die mir automatisch, die mir gefühlt besser gefällt. Dann mache ich es einmal wieder in die andere und pack das. Ich fass es nicht. Cool. So, genug hier. Ich fahre jetzt woanders lang. Ich habe genug von der Strecke. Muss noch andere Nebenaktivitäten geben. Hoppala. Hier war doch diese eine Herausforderung, die eine Mission mit Jazz, ne? Für die Brokerin. Hätten wir, glaube ich, auch eine Kiste. Hier ist noch da, Fahrer rechts. Komme ich von der Seite aus hin? Mal gucken. Das war zwar nicht lackschützend unserem Auto gegenüber, aber dem Zivilisten da. Keine Ahnung, was hätte sein müssen. Ich war auf jeden Fall nicht schnell genug für 3 Sterne. Neuer Rekord auf jeden Fall. Wie viel waren es? 3,42?
probiere es in der nächsten Folge nochmal und ja, stell mich schon mal hin, geh weg, du. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.